Und damit herzlich willkommen. Ich bin wieder da zu einem lang ersehnten Video zu Way of the Hunter. Einige haben es sich gewünscht. Wir spielen die neue Karte Aurora Shores, wenn mich nicht alles täuscht, heißt die. Und es gab ein Update. Lasst mich kurz nachschauen, wie das hieß. Das war Update 1.23. Es gibt seltene Tierfarben auf der neuen Map und so ein paar Bugfixes und so. Wir gucken uns das auf jeden Fall an. Da hinten sehe ich schon ein paar potenzielle Tiere, die wir jagen können. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Let's go. Jetzt Konzentration. Ich weiß ja noch, wie das Spiel funktioniert. Ich muss mich nur konzentrieren. Schießen, dann die Einschussstelle markieren. Da, wo wir geschossen haben. Also nicht da, wo wir geschossen haben, sondern da, wo wir getroffen haben. So rum. Und dann der Blutspur folgen. Ne? Ist manchmal gar nicht so einfach, aber sollten wir hinkriegen. Kriegen wir hin. Ja, wenn nicht, dann nehme ich den jetzt erstmal hier. 220 Meter ungefähr. Wenn nur noch 200 Meter. Und er dreht sich. Schön. So. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob man mit der Waffe auf die Viecher schießen sollte. Ich würde spontan sagen, wir haben ein zu kleines Kaliber für die Tiere. Ist jetzt aber auch nicht schlecht, weil zu wenig ist immer besser als zu viel. Das ist so ein bisschen das Holzprinzip, ne? Man kann immer was abschneiden, aber was dran stricken kann man nicht. Wenn man die nämlich mit zu hohem Kaliber trifft, dann schießt man da zu viel Fleisch raus und dann geht die Wertung verloren. Aber war jetzt zu niedrig, ist nur die Gefahr, dass man die nicht tödlich verletzt. Nicht dran sterben an dem Schuss. So, das sieht mir aber schon mal nach einem schlechten Blutfleck aus. Rot, kleine Menge, klar. Das war ein Fail, Leute, das war ein Fail. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich, also mit der Waffe, durch die Tiere nicht durchkommen. Hm, okay. Weil ich habe eigentlich ganz gut gezielt, ganz gut getroffen. Würde ich jetzt behaupten. Aber wenn wir da nicht durchkommen, kommen wir da nicht durch. Haribos? Nee, Karibus. Schmeckt ähnlich, schmeckt ähnlich. Haribo, da fange ich auch an zu jagen, ja. Sehr gut. Ich liebe Gummibärchen, also nicht die mit dem weißen Schaumzeug drunter oder so, sondern die ganz normalen, wie so Weingummi-Gummibärchen. Egal welche Form. Aber was ich besonders mag, sind, wenn die so diesen sauren Zucker drumherum haben. Sauer muss es sein. Es muss richtig. Es müssen so Gesichtsmuskeln müssen so verzerrt werden. So. Drachenzungen, ja. Saure Würmer. Sehr nice. Nehme ich so eine ganze Packung alleine. Wolli. Muss ich gestehen. Da ist ein Fuchs. Weiß ich bestimmt auch nicht. Ich habe natürlich auch meine Lieblinge. Also was besonders sauer ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, sind die von Katjes. Da gibt es vegane. Spielt ja nur keine Rolle, ob vegan oder aus Gelatin oder was auch immer. Mache ich überhaupt gar keine Unterschiede. Da gibt es vegane. Und zwar gibt es da so... Da ist so ein Einhorn auf der Verpackung mit so einem Regenbogen. Also sind so ganz... bunte Sachen drin und also so Herzen und vierblättrige Kleeblätter und sowas drin und die sind vom Säuregrad ganz besonders stark, finde ich. Also, was heißt ganz besonders stark? Auf jeden Fall überdurchschnittlich, was saure Gummibärchen angeht. Also kleiner Geheimtipp von mir, die sind geil. Die sind geil.
kleine Menge Rot. Wollt ihr mich verarschen? Ey, ich treffe hier nichts mehr vernünftig. Kann ja wohl nicht Warzenschwein. So, jetzt aber, komm. Wer hat das überlebt? Ich flippe aus. Ah! Aha! Ah! Sehr gut. Wir waren nah genug dran. Da vorne ist wie so eine Gruppe. Vielleicht können wir da auch nah genug ran. Um vielleicht doch so einzuschießen. Da vorne sind Karibus. Also die Map ist halt, die ist geil. Die ist geil für Way of the Hunter. Es ist echt viel los. Also wenn ich daran denke, meine ersten Versuche in Europa, wo wir da mal eine Gruppe Wildschweine gesehen haben und dann irgendwie stundenlang nichts mehr. Der Karibus ist immer so schwierig, weil da haben ja auch die Weibchen Geweih. Aber in diesem Spiel, also in Call of the Wild ist es ja so, alles was ein Geweih hat, ist in Wertung zu schießen. Lamiert. Okay. Ich probier's. 150 Meter. Aber in diesem Spiel ist es nicht so. Ich kann im Prinzip nur Männchen schießen. Auch wenn die Weibchen Geweih haben. Einfach zweimal drauf geschossen. Ich habe noch keinen geschossen. Ich will einfach, dass der liegt. So, jetzt haben wir erstmal hier den erwachsenen Elch. Ausgewachsenen Elch. War auch ausgewachsen oder erwachsen? Ich weiß es gar nicht mehr. Zwei Sterne auf jeden Fall. Gucken wir uns an. Hauptschlagader getroffen. Bin von vorn. Dachte, es wird ein Herztreffer. Aber. Guckt mal, wie. Also die. Der hatte gar nicht so viel Wumms, die ist kurz vorm Herz stecken geblieben. Aus 100 Meter Entfernung. Also die haben die Ballistik der Waffen extrem verändert in den Updates. Also mit der Prohunter 2 komme ich beim Elch gar nicht mehr so weit. Aus 100 Metern Entfernung hätte ich eigentlich erwartet, dass die Kugel wieder rauskommt hier unten irgendwo. Krass, ich brauch stärkere Waffen. Ich brauch größeres Kaliber. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, auf jeden Fall Jagdwertung 5 von 5 Sternen, 2 Sterne, Trophäenwertung 52,7%. Okay. Taschenlampe ist übrigens auf H. Falls das jemand noch nicht wusste. Die Taschenlampe. H wie hell, oh, das ist auch gut. Nehmen die alle ihr Blut mit und lassen nichts für mich übrig? Oder ist das irgendwie buggy hier? Ich sehe ja auch überhaupt gar nichts. Keine Spuren, kein nichts, kein gar nichts. Komm. Ich gehe jetzt erstmal zur nächsten Hütte hier. Ja. Warte mal, wir hatten doch mal Jagdstufe 6 Carbon. Okay, dann nehmen wir die mal mit. In der Hoffnung, dass wir mit der besser so auf Elche und anderen Stuff gehen können. Aber ich denke schon. Als ich das noch hier regelmäßig gezockt habe, sowas. Das ist früher, also vor 1, 2, 3, 4 Monaten. Hatte ich wirklich ein Auge dafür, dass ich die Tiere auch gesehen habe. Weil sie sich ein bisschen von der Grafik der Assets abheben. Also von den Steinen, von den Bäumen und sowas alles. Und mittlerweile bin ich echt, ich bin blind geworden. Ich sehe das nicht mehr. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich bin echt ein blinder Fisch. Call of the Wild damals. Ich bin durch den Wald gerannt und habe im Augenwinkel irgendwo ein Tier gesehen. Und drauf geschossen. Jetzt... Da legt er sich hin. Oh, wir haben ihn gut getroffen. Sehr gut. So, Stufe 6 Waffe.
Und ich glaube, es ist mein erstes Bison, das ich geschossen habe. Ist ein Lungentreffer? War nicht zu viel Energie. Der ging ganz gut rein. Ich würde sagen, das ist eine gute Waffe dafür. Eine gute Waffe dafür. Ich glaube, wir haben jetzt auf ungefähr 50 Meter getroffen. Aber ich denke mal, auf 150 Meter wird das ähnlich aussehen. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 1. Der hatte auch nur 60,88. War erwachsen, noch nicht ausgewachsen. Naja. Ja, es ist halt immer schwierig. Also, den Call of the Wild schieße ich die natürlich auch beim Rennen oder so. Da versuche ich vorzuziehen, schieße die. Aber ich finde, in diesem Spiel ist das anspruchsvoller, sehr viel anspruchsvoller. Und ich kriege das einfach nicht hin, die beim Rennen zu schießen. Beim Laufen ist okay, hat der gesehen. Also beim Gehen. Aber ich, eigentlich warte ich immer, dass die stehen bleiben. Ist natürlich auch, glaube ich, weit gerechter, dass man hier beim Stehen schießt, also wenn es steht, als im Laufen, wenn man unkontrollierter schießt. So, gucken wir uns an den Schuss, bei dem er gleich liegen geblieben ist. Oh, okay. Das war interessant. Hauptschlagader, linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel. Also einmal komplett durch den Body. Und ging auch wieder raus. Oder? Nee, ist im Knochen stecken geblieben, im Schulterblatt. Ist im Schulterblatt stecken geblieben. Okay. Jagdwertung 5 von 5. Also auch mit der Stufe 6 Waffe ist komplett okay für Elche. Schön. Sehr gut. So, Elcherus Maximus. Ein Stern erwachsen. 150 Metern. Schuss. Und der bleibt liegen. Nice. Das läuft. So, kleiner Elch. Wie habe ich dich denn getroffen? Auf jeden Fall erstmal mit einer guten Aufbrennenergie in den rechten Lungenflügel. Das hat ausgereicht, um dich sofort zu killen. Da ging auch ganz gut durch. Haben wir viel Lunge erwischt. Ja. Ein bisschen in den Magen rein. Jagdwertung 5 von 5, Trophäenwertung 1 von 5. Er war erwachsen und hatte ein genetisches Potenzial von 99,31. Wie funktioniert das? Ich verstehe es nicht. Kann mir das irgendjemand sagen? Vielleicht auch in den Kommentaren bei YouTube. Der war perfekt. Der war perfekt und hatte nur einen Stern Trophäenwertung. Also, selbst wenn er gerade erst erwachsen geworden wäre, also vom Jungtier gerade erst erwachsen geworden wäre, hätte er doch mindestens 2 Sterne. Ich habe einfach einen perfekten Elch geschossen. Also klar, nicht ganz perfekt. 0,6% nicht perfekt, aber ich verstehe nicht, was ich gerade sehe hier. Ich verstehe es nicht. Okay, Spiel, es will mich ärgern. Das war ein guter Treffer, das sehe ich schon in der Blutpfütze. Die ist nämlich nicht rot, sondern rosa. Seht ihr das? Wir beobachten ihn mal. Vielleicht können wir auch schon die Stelle, wo er liegen bleibt, markieren. Also ist er irgendwo liegen geblieben, ne? Aber ich gebe einfach mal hin. Komm, wir gehen hin. Also wieder mal ein guter Testschuss, wieder mal bewiesen, dass die Stufe 6er Waffe anscheinend ideal ist für Bison. Viel Blut rosa. Viel Blut heißt, wir haben tatsächlich das Herz oder eine Schlagader getroffen. Oder beide Lungen.
Muss man mal gucken, wo geht die Blutspur denn weiter? Wo ist denn der? Ja. Ist in dem Spiel gar nicht so einfach, manchmal die Blutspur zu finden. Viel Blut ist gut, also rosa ist schon gut, aber viel Blut ist sehr, sehr gut. So, hier haben wir den Burschen. Sag ich ja. Beide Lungenflügel einmal durchdrungen. Einmal zack. Durch beide durch und hinten im Knochen stecken geblieben. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel. Schönes Ding. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 2 von 5 und hatte ein Potenzial von 81,35. Der hätte vielleicht, der hätte noch einen Stern kriegen können. Vielleicht noch einen zweiten. Also noch. Ja, insgesamt 4 dann. Naja. Er will heute nicht mehr. Er findet es da eigentlich ganz okay, wo er da gerade steht. Oder er weiß, wie er sich hinstellen muss, damit ich ihn nicht schießen kann. Du bist mir vorne ziemlich nervös. Warte mal, warte mal. Oh, 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 oh. Yo. Sehr gut. Sehr gut. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Was mit dir? Ich habe einfach noch einen zweiten erwischt, der gleich liegen geblieben ist. Nice. Schön. Guck mal, wie die Beine hier nebeneinander liegen. Top. Wir gucken uns erstmal den 3-Sterner an. Linker Lungenflügel. Und rechter Lungenflügel, aber da hatten wir nicht mehr genug ballistische Energie. Die ist im rechten Lungenflügel stecken geblieben, die Kugel. Auf jeden Fall 3 von 5 Trophäenwertung, Jagdwertung 5 von 5. 82,1, ich würde behaupten, der hätte auch keinen vierten Stern mehr bekommen. So. Gucken wir uns den anderen mal an. Linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel. Ist dann aber im linken Lungenflügel stecken geblieben. Männlich, Jungtier. Jungtier leider aber. Eine Jagdwertung von 5 von 5. Und eine Trophäenwertung von einem Stern. Er hatte aber ein genetisches Potenzial von 13,8. Also es war ein schlechtes Tier, was auch nicht mehr als einen Stern bekommen hätte, wenn es ausgewachsen gewesen wäre. Musste raus. Kein Fehler gemacht. Top. Trotz Jungtier. Schön. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Call of the Wild. The Hunter Call of the Wild. Scheiße. Okay, wir machen eine neue. Wir machen eine neue Abmod. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Way of the Hunter. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen herausgefunden, dass mit dem neuen Update in der Ballistik sich ein bisschen was verändert hat. Also ich kann mit der Stufe 3 Waffe kann ich keine Bären mehr schießen. Aber mit der Stufe 6 Waffe kriege ich jetzt ganz easy Elche und Bison geschossen. Also ja, ich habe auf jeden Fall was dazugelernt. Ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.